Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mit der Buslinie 83 vom Schillerplatz bis nach Graubau fahren. Unser erstes Ziel ist das Haus des Fotografen August Kotsch. Er war der einzige Fotograf in Loschwitz und schuf eine umfassende Dokumentation seines Ortes und seiner Zeit. Schon zur Jahrhundertwende zählte Loschwitz zu den schönsten Gegenden um Dresden. Zahlreiche Musiker, Maler und Dichter siedelten sich hier an und prägten nicht nur den Ort, sondern auch die Menschen, die dort lebten. Einer von ihnen war Friedrich August Kotsch. Seine dokumentarischen Fotografien hielten die bedeutendsten Veränderungen von Loschwitz fest und sind dank Ernst Hirsch bis heute der Öffentlichkeit zugänglich. August Kotsch war ein Loschwitzer Bauernjunge, wenn man so will. Er wurde 1836 hier oben auf den Höhen in Oberloschwitz geboren. Seine Eltern waren ganz einfache Landleute und er hatte das Glück, dass er schon im jugendlichen Alter die Bekanntschaft des Malers Ludwig Richter machen konnte. Ludwig Richter wohnte nämlich im Sommer hier in Loschwitz und hatte da oben bei den Eltern von August Kotsch ein Zimmer, einen Raum gemietet, wo er arbeitete. Das von ihm 1905 neu erbaute Wohnhaus ist bis heute am Kotschweg erhalten geblieben. Es war die Zeit, als er so 15, 16 war, wo die Fotografie sich entwickelt hatte. Und da oben in Loschwitz war ein Maler, ein gewisser Paul Niemann, der offensichtlich fotografierte und dem hat er also ein bisschen geholfen. Und als der Paul Niemann gestorben war, hat er die ganze einfache fotografische Ausrüstung von der Witwe bekommen. Kotsch hat dann, nachdem die Fotografie sich weiterentwickelt hatte, ausschließlich hier als erster Fotograf in Loschwitz gearbeitet. Und dann hat er also Porträtaufnahmen gemacht und Menschen und hat seine Arbeiten sogar bis nach Amerika verschickt. Kotsch hat einfach Spaß dran gehabt zu fotografieren und hat vor allem eben durch den Maler Ludwig Richter einen Blick gehabt für die Natur, für die Landschaft. Und so ist es also gekommen, dass ihm die Fotografie genau im richtigen Augenblick das Medium in die Hand gab, um seine künstlerischen Absichten zu verwirklichen. Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich immer mehr Künstler in Loschwitz an. Einige fanden Unterkunft im Künstlerhaus des jungen Architekten Martin Pietsch. In Loschwitz steht das Künstlerhaus, in seiner Art und Funktion einmalig. 1898 wurde es vom jungen Dresdner Architekten und Baumeister Martin Pietsch erbaut. Derzeit wohnen 18 Künstler im Haus, in Wohnungen und Ateliers. Wir trafen Thomas Reichstein, er arbeitet im größten Atelier des Hauses. Ich werde natürlich immer viel zur Geschichte des Hauses gefragt, aber für die hier Lebenden ist es wichtig, dass es zwar ein Denkmal ist, aber ein arbeitendes und dass wir daran arbeiten, das Denkmal in der Zukunft auch sehenswert bleiben zu lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Thomas Reichstein wohnt mit seiner Familie im Atelier, wo einst auch Hermann Glöckner seine Werke schuf. Zeugen aus jener Zeit sind die immer noch gut erhaltenen Leuchten und der Gaslampenmann im Treppenhaus. Neben Altem ist viel Platz für ständig wechselnde neue Kunst der Bewohner. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist denn das hier und zahlen Sie ein bisschen Miete? Und wenn ich dann sage, das ist rein privat geführt, kommt das große Erstaunen, dass das noch möglich ist. Und das ist auch zum Dank an die Vermieter, die das als Erben ihres ideenreichen Urgroßvaters so weiter betreiben. Ganz toll, dass das geht. Typisch für das Künstlerhaus sind die großen Fenster, angelehnt an die moderne Industriearchitektur. Nun liegt es an der Generation der Urenkel, das Gebäude als Atelier und Künstlerhaus weiter bestehen zu lassen.
In der Nähe vom Körnerplatz befindet sich die alte Feuerwache Loschwitz. Der Kunst- und Kulturverein nutzt das sanierte Gebäude als soziokulturelles Zentrum. Hier finden Ausstellungen und Kunstkurse statt. Zurzeit wird eine Ausstellung eingerichtet. Die Künstlerin Gudrun Trendafilov stellt ihre Arbeiten unter dem Titel Momente vor. Bis Mitte Oktober ist für Kunstinteressierte geöffnet. Ein guter Grund für einen Besuch in der alten Feuerwache. Der Elbegarten auf der Loschwitzer Seite ist ein beliebter Treffpunkt. Direkt dahinter verfällt das Elbhotel Demnitz. Mit dem historischen Bauwerk verbinden viele Dresdner Erinnerungen. Das beliebte Lokal musste 1975 wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Alle Bemühungen, einen geeigneten Investor zu finden, scheiterten. Auch der Stuttgarter Thomas Diller musste 2008 aufgeben. So ist die Baustelle bis heute unverändert. Seit 40 Jahren steht der Fernsehturm mit seinen 252 Metern Höhe in Wachwitz. Zu DDR-Zeiten war er ein beliebtes Ausflugsziel mit Aussichtsplattform und zweistöckigem Restaurant. 1991 wurde er geschlossen. Heute nutzt ihn die Deutsche Funkturm GmbH als Sendeanlage. Nur ein Trampelpfad führt zur Betonnadel. Das Interesse der Bevölkerung zur Rettung des Turms ist groß. Aber die Renovierungskosten schrecken viele Investoren ab. Der Förderverein kämpft seit 5 Jahren um die Wiedereröffnung des Wahrzeichens. Direkt am Eingang des Keppgrundes in Hosterwitz liegt das Keppschloss. Wer weiter durch den landschaftlich reizvollen Keppgrund läuft, wird ihr unweigerlich begegnen. Der Keppmühle. Sie wurde 1592 erstmals urkundlich erwähnt. Die Mühle war der Sommersitz und Inspirationsquelle für Karl Maria von Weber. Dort komponierte er seine Wolfsschluchtszene aus dem Freischütz. Viele Jahrzehnte war die Keppmühle beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Leider wurde bereits 1984 die Gastronomie eingestellt. Eine Wiederaufnahme des Betriebes ist bisher nicht geplant. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen und ein durchaus lohnenswertes Ausflugsziel für Wanderfreudige. Wo Brücken fehlen, betreibt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG 3 Personen und eine Autofähre. Eine von ihnen ist die heutige Schlossfähre, die zwischen Pillnitz und Kleinschachwitz pendelt. Schon 1994 wurde die alte Giersalfähre durch die Motorfähre ersetzt. Auf ihr finden maximal 140 Personen und 8 PKWs Platz. Sie ist die beste Alternative, um in kürzester Zeit die Elbe zu überqueren. Im beschaulichen Graupa ist der Gärtnerweg 25 für viele Feinschmecker eine erste Adresse. Die studierte Mikrobiologin Dr. Mechthild Funke stellt hier aus Ziegenmilch Käse her. Selbstverständlich aus artgerechter Haltung. Ihre 20 Edelziegen geben täglich bis zu 40 Liter Milch. Die wird dann vor Ort zu unterschiedlichen Käsesorten verarbeitet. Das sind unter anderem Schnitt- und Reibekäse, Blau- und Weißschimmel und auch Frischkäse in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Ziegenhof mit Lämmerstall, Melkstand, einem großzügigen Sitzgarten und großer Weidefläche ist immer einen Besuch wert. Freude am Tanzen? Dann gibt's für Sie an der Linie 83 ein ganz besonderes Ziel, das Garde la Lune. Nach 50 Jahren Dornröschenschlaf, verschiedenen Besitzern und der Flut im Jahre 2002 erwacht das Garde la Lune zum neuen Leben. Seit Michael Rüdrich das Zepter führt, geht es stetig bergauf. Auch der Tango hat hier wieder Einzug gehalten. Tango ist nicht nur ein Tanz, es ist eine Haltung, ein Lebensgefühl. Tango, 4 Beine, die sich amüsieren. Tango ist sinnlich, rhythmisch,
und leidenschaftlich. Tango ist ein Spaziergang von einem Herz auf vier Beinen. Tango ist als Tanz das Schönste, was es gibt. Man muss ihn mit viel Zärtlichkeit angehen, mit Freude, Kraft und vielen Stunden Arbeit. Mitten in den malerischen Weinbergen von Pillnitz liegt die Weinbergkirche zum Heiligen Geist. Die Weinbergkirche zum Heiligen Geist wurde unter Leitung von Matthäus Daniel Pöppelmann gebaut. Die besondere Lage gab dem Winzerhaus ähnlichen Kirchenbau seinen Namen. Als im 17. Jahrhundert die Wettiner Pillnitz erworben hatten, hatte August der Starke vor, sein Pillnitzer Schloss zu erweitern. Dabei war die Kirche im Weg, die unten an der Elbe stand, wo der Löwenkopf ist. Und er war ja zum katholischen Glauben übergetreten, brauchte nicht mehr die Kirche. Und für seine Untertanen hatte er diesen Platz hier ausgesucht und hat praktisch die Kirche auch bezahlt. Die kam 2000 Reichstaler. Das Hauptportal schuf Benjamin Thomae von 1726 bis 1727. Weitere Eingänge befinden sich im Norden und im Westen der Kirche. Im Norden liegt auch die Sakristei. Wer die Kirche vom Westeingang betritt, erblickt über die Bankreihen hinweg den großen, freien Altarplatz. Altar, Taufstein und Orgel stammen aus der alten Schlosskirche. Hier ist das lutherische Bekenntnis des 17. Jahrhunderts mit Wucht und Klarheit gegenwärtig. Die Weinbergkirche strahlt durch ihre einfache Gestaltung Ernsthaftigkeit und Geborgenheit aus. An der Westseite befindet sich die Orgel, die 1891 von den Gebrüdern Jämlich gebaut wurde. Zwei Emporen füllen die gesamte Süd- und die halbe Nordseite. Die Loge im Bereich des Altarplatzes war die Hof- oder Herrschaftsloge. Hier saßen die evangelischen Fürsten mit ihren Familien, wenn sie in Pillnitz beim König zu Gast waren. In der Kirche finden 400 bis 450 Personen Platz. Die Idee des Elbhangfestes wurde übrigens in der Weinbergkirche geboren. Im April 1990 wurde die Interessengemeinschaft Weinbergkirche Pillnitz e.V. gegründet. Durch die Gründung der Interessengemeinschaft 1990, weil die Kirche dem Verfall preisgegeben war, die Scheiben waren eingetreten worden, die Orgel war kaputt und da hatte sich die Interessengemeinschaft gebildet und durch viele Sponsoren ist die Kirche wieder aufgebaut worden. Schon im Mai fand das erste Benefizkonzert zur Rettung der Weinbergkirche statt. Erstmals erklangen nach vielen Jahren die Glocken wieder. Seitdem wird die Kirche auch als Raum für Konzerte, Lesungen und Feiern genutzt. Wenn Sie jetzt Lust und Zeit haben, selbst einmal vorbeizuschauen, dann finden Sie weitere Informationen unter www.weinbergkirche.de. Ich stehe hier am Pillnitzer Schloss. Direkt gegenüber befindet sich eines von zwei Vogelschutzreservaten, die es in Dresden gibt. Ohne Genehmigung gibt es dort keinen Zutritt. In Höhe von Schloss Pillnitz liegt mitten in der Elbe eine einsame Insel. Das etwa 11 Hektar große Naturschutzgebiet ist ein Rest des Urwaldes, wie er einst im ganzen Elbtal verbreitet war. Bis 1830 existierten noch etwa 18 Elbinseln in Sachsen. Heute sind es nur noch zwei. Es war so, dass es in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, zahlreiche Elbinseln gegeben hat. Die entstehen einfach dadurch, dass der Fluss sein Bett immer mal bei Hochwässern verlegt und dann solche toten Wässer übrig bleiben, die dann Inseln einschließen. Und im Rahmen des Ausbaus der Elbe für die Flussschifffahrt und für andere Zwecke, die man eben so etwa ab der Mitte des vorletzten Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts, vorgenommen hat, weil man es eben für sinnvoll hielt, ist eine nach der anderen verschwunden.
Und die wenigen, die übrig geblieben sind, die haben einen sehr hohen Naturschutzwert. Bis zu 400 Pflanzenarten soll es auf der Insel geben. Die Vielfalt des Biotops und die ruhige Lage sind wichtige Nist- und Rasträume der 50 Vogelarten. Auch für Säugetiere dient die Insel als Lebensraum. Weil sie eben jetzt eine Insel ist, hat sie eine gewisse Abschottung gegenüber Eingriffen von außen. Und da können sich eben natürliche Lebensgemeinschaften entwickeln und deswegen sind es aus Naturschutzgründen besonders wichtig. Seit 1989 ist die Insel nur noch für Naturschutzbeauftragten zugänglich. Deren Aufgabe ist es, die natürliche Entwicklung des Auenwaldes zu beobachten. Vielleicht nochmal zum Betretungsverbot. Da gibt es dann oft manchmal negative Meinungen dazu oder Kopfschütteln, wo man sagt, Natur ist ja auch für die Menschen da, die muss ja auch erlebt werden. Und das stimmt auch. Und es ist so, dass wir Naturschützer dafür sorgen, dass große Teile unserer Natur, auch unserer geschützten Natur, durch Wege begehbar ist. Und eben auch manchmal mit Hinweistafeln noch, dass der Informationsfluss verbessert wird. Aber es muss eben auch Flächen geben, die mal total geschützt sind. Das sind leider Gottes ganz, ganz wenige nur. Aber die, da müssen wir eben dann wirklich mal das ernst machen. Nun sind wir auch schon am Ende unseres Magazins angelangt. Ich werde mich nun noch ein wenig im Schlossgarten umschauen.